Herzlich willkommen von der RehaCare 2008 hier aus der Halle 4 beim Qualitätsverbund Hilfsmittel. Ich spreche mit Jan Wolter, Leiter der Geschäftsstelle. Herzlich willkommen. Können Sie uns den QVH kurz vorstellen, bitte? Ja, der Qualitätsverbund Hilfsmittel wurde vor circa 3 Jahren gegründet. Mit dabei waren von Anfang an Leistungserbringer, Krankenkassen, die Hersteller, aber auch Ärzte und auch Selbsthilfeorganisationen. Das macht den QVH eigentlich so einmalig, dass hier wirklich die gesamte Branche, der ganze Markt zusammen ist. Wie viele Mitgliedsunternehmen haben Sie? Das sind mittlerweile fast 60. Sie bringen ein Gütesiegel heraus, QVH Gütesiegel. Was genau ist der Sinn dahinter? Das QVH Gütesiegel zertifiziert, wenn Sie so wollen, Unternehmen, deren Dienstleistung gut ist, deren Dienstleistung sicherstellt, dass die Patienten, die Versicherten, die versorgt werden sollen, in diesem Unternehmen auch wirklich gut versorgt werden. Der Endnutzer kann sich das Ganze ab heute auf myqvh.de angucken. Dieses Online-Portal haben Sie offiziell heute veröffentlicht, hier auf der RehaCare. Können Sie das noch mal kurz beschreiben? Was kann man dort finden? Gerne. Das myQVH ist eine Online-Community speziell für alle die, die entweder selber ein Hilfsmittel nutzen oder anderweitig davon betroffen sind oder sich einfach nur rund um das Thema informieren wollen. Dazu stellen wir Themenkanäle ein, aber das Wichtigste dabei ist eigentlich, dass sozusagen die Gemeinschaft selber sich untereinander informiert. Das heißt, der Nutzer kann sich dort einloggen, sein Profil online stellen und sich darüber mit anderen vernetzen, in Gruppen, in Foren, über alle möglichen Themen austauschen. Herzlichen Dank für das Interview an Herrn Wolter.